News und Talks für Gebildete. Ja, eine traurige Nachricht. Die Rosenkeim Heimkopf, der eine der Kommissare, der etwas Übergewichtige, ist gerade durch den Kapitalismus ermordet worden. Ja, wie ermordet der Kapitalismus Menschen, uns alle, wie bedroht, wie geht der Kapitalismus über Leichen in unserem System? Und in dem Falle, ich gehe mal davon aus, dass der Kapitalismus den Rosenheim-Cop im ZDF getötet hat. Ich habe ihn auch noch gesehen mit Bildern, wo er dann irgendwie abgemergelter war und so weiter. Ja, also über Krebs tötet also der Kapitalismus. Im Krieg tötet er über Bleikugeln und Granaten und Bomben und so weiter. Und wie tötet er aber im sozusagen im Normalfall, also in diesem Falle ist das zum Beispiel wahrscheinlich die Tötung über das Essen gewesen oder über die Konsumsucht. Wie erzeugt der Kapitalismus, wo ist es? Jetzt habe ich hier einen Fehler. Ah ja, da ist es doch. Wie erzeugt der Kapitalismus, wie bringt er uns um? Wie ermordet uns der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, die wir alle so toll finden und so weiter? Hier haben wir noch einmal dieses neue Bild. Geht nicht weiter, tut mir leid, ich muss noch ein bisschen weiter hochtun. So, hier haben wir also wieder wir gehen zurück in die Zeit der ersten Tauschhändler zwischen vor 140.000 Jahren und 400.000 Jahren zurück, sozusagen in die Wurzeln und die Ursprünge und die Urzeit der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Und wir haben hier sozusagen drei Kinder, also ein Kind, zwei Kind, drei Kind. Diese zwei Kinder sind von ihren Eltern irgendwie in Richtung Tauschhandel als Beruf unterrichtet worden oder auf die Idee gebracht worden und so weiter. Und das sind jetzt Tauschhändler und die liefern Lebensmittel, also Essbares sozusagen. Und diese beiden Kinder hier sind Wahrheitsmemträger, das heißt, die erzählen, wenn sie also erzählen, zum Beispiel wieder mal von einer Gruppe, eine Kommune, eine damalige Kommune hat die andere besucht und die haben ein rauschendes Fest gefeiert und so weiter. Und diese Nachricht übernehmen diese oder ihre Märchenerzähler, die sie dabei haben, und die erzählen dann mit allen Ausschmückungen, was für ein herrlicher Besuch das war, als die eine Kommune in dieser urkommunistischen Zeit die andere besucht hat. Und das andere Kind genauso, erzählt die gleiche Geschichte und malt das in allen Farben aus und so weiter. Und dass das eben auch alles gut war so und richtig und alles ganz natürlich war und so weiter. Ja, und durch so eine Geschichte können Sie die Psyche von Zuhörern nicht verändern. Sie können keine größere Kaufneigung erzeugen. Die Kaufneigung wird geringer. Die Leute schon beim Hören der Geschichte fangen die an, miteinander zu schmusen, interessieren sich also nicht für ihre Esswaren, werden also nicht esssüchtig. Dadurch können diese Kinder in Zukunft immer wieder nur, deswegen ihre Linie bleibt eingleisig, immer wieder nur ein Kind ernähren, ein Kind und ein Kind und ein Kind. Und vielleicht sterben sie sogar irgendwann aus, weil sie mit ihren Wahrheitsmemen eigentlich unter den Rahmenbedingungen der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus kein Geschäft machen können. Während hier dieses Kind, das ist wichtig, weil das ist das typische kapitalistische Kind sozusagen. Das hat zufällig eine Irrtumsmem-Mutation, einen gewinnbringenden Irrtum zufällig entwickelt. Also ohne böse Absicht, ohne Absicht, das glaubt ja selber diesen Irrtum und das hat die Geschichte aufgrund von Sprachproblemen falsch verstanden und hat verstanden, dass es sich um, dass die Geschichte so verlaufen sei,
dass da ein Besuch stattgefunden hätte, aber irgendeine Macht wäre da gewesen und die hätte aufgetreten und hätte gesagt, oh, das ist unschicklich, was ihr macht, ihr könnt auch nicht miteinander schmusen und so weiter, ihr könnt auch nicht so liebevoll miteinander umgehen und so weiter und so viel Körperkontakt und die Babys so lang stillen ist auch unschicklich und unmoralisch und so weiter. Und die Leute, da der Mensch das vertrauensseligste Lebewesen der Erde ist, glauben die Menschen das wenigstens teilweise, kriegen dadurch eine gewisse Angst, halten sich zurück beim Schmusen und fangen an, mehr zu essen, als ihnen gut tut. Und wenn dann die Lebensmittel auch noch billig hergestellt sind und dadurch schon wieder ungesund sind, weil sie zum Beispiel eine billige Zuckerzutat haben, statt echte, süße, reife Früchte zu sein, dann sind sie auch noch minderwertig und fangen an, krank zu machen. Und dadurch, aber dieses Händlerkind sozusagen verkauft jetzt durch diese in allen Farben spannend erzählte Geschichte am Feuer sozusagen, erzielt dadurch einen größeren Gewinn als die beiden Geschwister sozusagen und kann deswegen in der nächsten Generation schon zwei Kinder satt kriegen und ernähren durch den Tauschhandelsgewinn sozusagen. Jetzt wächst also der Profit an durch Irrtumsgeschichten, durch Unwahrheiten, durch Manipulation der Gehirne der Kunden. Jetzt werden die Kunden also schon tendenziell esssüchtig, kaufsüchtig und konsumsüchtig wie unser Rosenheim-Kopf, der sozusagen wahrscheinlich eben genau wie ich ja auch zum Beispiel immer wieder der Esssucht unterliegt, der Konsumsucht und so weiter, ja. Und kann dieses Kind findet wieder zurück zu den Wahrheitsmemen und erzählt wieder keine solchen Irrtumsgeschichten sozusagen. Dadurch geht sein Umsatz auch wieder zurück. Es kann wieder nur ein Kind ernähren und stirbt auch als Händler irgendwann aus gegenüber der Konkurrenz, die das Geschäft macht sozusagen und den Markt beherrscht. Und hier zum Beispiel dieses Kind kann aber mit seiner Irrtumsgeschichte von irgendwie dieser großen Gestalt, die also allen Körperkontakt unschicklich und unmoralisch findet und so weiter, die kann dann eben wieder drei Kinder ernähren und so breitet sich dann sein Handelsimperium aus und die Kaufmotivation der Kunden kommt aus ihrem Manipuliertwerden durch Irrtumsgeschichten, manipulative Irrtumsgeschichten, an die der Händler und sein Märchenerzähler selber glauben, ja. Es mag heute sein, dass die eine oder andere Werbeagentur selbst gar nicht glaubt, was sie da an Märchen erzählt. Das spielt aber keine Rolle, ob es geglaubt wird oder nicht, ist eigentlich irrelevant für die Evolutionsbiologie. Entscheidend ist, dass unwahre Geschichten erzählt werden, ne? Und jetzt hier geht es immer weiter und so breitet sich dann also ein ganzes Imperium auf. Und wenn wir dann bei heute wären, dann hätten wir hier alles voll mit Ministrichen von handelstreibenden Menschen, die Irrtumsmeme ausbreiten, gewinnbringende Irrtümer ausbreiten. Und wir alle werden dadurch konsumsüchtig. Das überlastet die Erde. Wir zerstören das Klima, die Umwelt und verdrecken alles und so weiter. Und durch unsere Kauf- und Konsumsucht essen wir uns krank und tot. Also unsere natürliche Lebenserwartung ist laut Professor Sven Völpel mindestens bei ungefähr 127 Jahren anzusetzen. Und viele werden schon, beim ZDF sind viele Leute, ich habe schon vieles gehört, wie Mitarbeiter des ZDF schon mit ganz früh durch Krebs getötet worden sind. Also unser Kapitalismus, unsere soziale Marktwirtschaft sozusagen hat jetzt also den Schauspieler, den Rosenheim-Kopf, den Kommissar sozusagen getötet, indem unser Kapitalismus auf unsere soziale Marktwirtschaft ihn auf diese Weise in die Konsumsucht verleitet hat, in die Esssucht und so weiter. Und das verkraftet der Körper halt nicht lange. Also statt 127 Jahre wurde er nur 57 Jahre alt und ja, das ist ein ganz klarer, das ist der alltägliche Mord durch die soziale Marktwirtschaft, ja. So, was ist die soziale Marktwirtschaft? Noch ein paar abschließende Bemerkungen. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Irrtumsmultiplikator. Ich habe früher öfters gesagt Generator, das stimmt ja nicht. Generell ist das Genom und das Gehirn. Beide sind sie Unterschiedlichkeitsgeneratoren.
Aber die soziale Marktwirtschaft als System, beziehungsweise der Kapitalismus als System, das sind dann die die Multiplikatoren von gewinnbringenden Irrtümern, beziehungsweise die Irrtumsmultiplikatoren. Denn sozusagen, das ist ja das Wesen der sozialen Marktwirtschaft, das habe ich ja eben geschrieben, dass der Mechanismus des Marktes dazu führt, dass dann diese gewinnbringenden Irrtümer sich vervielfältigen, deswegen Multiplikatoren. Also die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist ein Irrtumsmultiplikator beziehungsweise ein Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern. Das ist, glaube ich, die richtige Definition des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft. Ja? So, also die Genetik, noch so ein Kernsatz, die Genetik des Menschen fordert den echten superdemokratischen Kommunismus, Sozialismus und eben nicht den pseudo-sozialistisch, pseudo-kommunistisch, planwirtschaftlichen Murks, die pseudo-kommunistischen Tyranneien. Ja? So, das Problem ist, dass ein Teil der Linken, die Linksradikalen, immer noch träumen davon, von diesen Tyranneien, denn also wenn sie eine gewaltsame Revolution machen, werden sie so sicher wie das Amen in der Kirche wieder bei einer Tyrannei landen und dann haben wir denselben Salat, der ja schon die halbe Welt getötet hat, sozusagen, den pseudokommunistischen Tyranneisalat. Ne? Ja, also noch einmal der Satz, die Genetik des Menschen fordert den echten superdemokratischen Kommunismus, Sozialismus. Die kapitalistische soziale Marktwirtschaft fordert den einsamen, konsumsüchtigen Single, der dann zum Beispiel durch Krebs den Kapitalismus totstirbt. Ne? In einem Video im Internet zeigt es sich mal wieder ganz deutlich, ich schaue ja immer für euch Videos, was es wirklich Neues gibt, ja. Es zeigte sich mal wieder die bräunliche, esoterisch, spirituelle, verschwörungstheoretische Soße mit ihren Reptiloiden. Quatsch, da wurde wirklich von Reptiloiden gesprochen, dass also Greta Thunberg ein Reptiloid sei, eine bestimmte Unterart eines Reptiloiden. Das sind also diese Flacherdler, das sind meistens auch Kreationisten und so weiter. Also das sozusagen das geistige untere Drittel der Gesellschaft will ja auch etwas zu tun haben. Also das geistige untere Drittel der Gesellschaft und ihr Aberglaube halt. Ne? Ja, aber vielleicht gibt es doch die Chance, den einen oder anderen rauszulösen. Wenn sie also irgend sowas mitkriegen, esoterisch, spirituell und so weiter, dann wenden sie sich gleich davon ab. Das ist die Welt der Anti-Wahrheit, der völligen Unwahrheit, meistens der Abzocke durch Scharlatane. Das sind meistens Scharlatane und Wunderheiler, die nicht bis drei zählen können und so weiter. Dann müssten sie eigentlich schon wissen, das ist alles schädlich für sie und alles gefährlich für sie. Ne? Ja, das alles die Unwahrheit. Auch wenn es ihnen so in ihrem einfachen Gemüt dann so überzeugend erscheint. Es ist aber leider nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist viel komplizierter und die ist hier. Ne? Ja, das war's für jetzt. Tschüssi!